Aber eine Sache möchte ich doch noch loswerden. Ich glaube, die Freiheit und die Gefährdung der Freiheit sind ja ein Symptom in gewisser Weise für einen Mangel. Und dass so viele politische, soziale Konflikte, Gerechtigkeitsfragen plötzlich in den Arenen der Kultur diskutiert werden, hat natürlich damit zu tun, dass man das Gefühl hat, auf politischer Ebene sind sie nicht mehr zu lösen oder werden nicht ausreichend angegangen. Und das heißt, die Freiheit der Kunst ist, glaube ich, lässt sich am besten schützen, indem die Politik wieder stärker ihre Rolle ernst nimmt und Dinge, Probleme wirklich anfasst, ob das Rassismus ist oder was auch immer.